Es geht weiter an meinem Little Dancer. So, wie mache ich jetzt, dass ich diese labbelige Konstruktion in eine stabile Konstruktion verwandle, sodass das auch nachher standhält? Dazu nehme ich einen alten Karton, das von einem Decoder, so die Verpackung davon. Zeichne mir auf der Rückseite die Silhouette ab, indem ich das einfach hier so, ich lege das hier drauf, ich lege das so drauf, zeichne dann von hinten die Silhouette, sieht man dann so. Und dann schneide ich das Ganze aus. Das sieht dann in etwa so aus. Und dann kann ich das hier hinten aufkleben. Und dann sieht das am Ende in der Art aus. Das kann ich dann nachher noch farblich behandeln. Aber ich habe jetzt hier einfach eine bessere Geschichte wie hier. Das sieht einmal sehr billig aus und auch schon so ja, abgestoßen. Und hier sieht das einfach standfester aus. Und wenn ich das dann nachher hier oben noch die Rundungen, wenn es getrocknet ist, in Griff bekomme, dann hat das alles einen richtigen Sinn. Das wollte ich euch mal zeigen, wie ich solche Sachen gerade bei diesem Modell dann richte. Ein kleiner Einblick, wie ich diese Verkabelung vornehme. Ihr seht, hier haben wir die Farben. Es handelt sich hier um ein 5-Kanal-Lauflicht. Da habe ich einmal nach rechts und einmal nach links die Farben. Und die werden jetzt nacheinander hier angelötet. Das Ganze wurde zuvor aufgelegt. Also das sind 0805er Leuchtdioden in der Farbe Gelb. Die habe ich hier aufgelegt, habe sie dann verlötet, habe eine Plusverbindung durchgeschleift und steuere jetzt mit meiner Masse und diesen 5 Kabeln die ganze Geschichte an. Hier seht ihr es. Und jetzt habe ich hier das Schwarze durchgezogen. Und nach dem Schwarzen kommt das Grüne. Und das kommt jetzt hier an das Zweite, also hier wieder ran. Dann muss ich hier das so halten und dann wird hier abgebrannt. So, dann ist das abgebrannt. Dann muss ich hier die Schlacke wegnehmen. So, und erst jetzt kann ich das Drähtchen hier an die dazugehörige Leuchtdiode löten. Und so ist der zweite Kanal jetzt fertig. Ich kann das überprüfen. Und hier sieht man im Prinzip, wie das dann leuchtet und das leuchtet jetzt natürlich hier auch. Das heißt, immer 5 sind dazwischen, also 4 dazwischen. Da es ja hier das 5. LED-Signal ist hier. So. Naja. Das ist meine Plusversorgung. Und das ist meine
Masseversorgung. Kommen wir jetzt zum Aufbau der Ansteuerung meines Schriftzuges. Zum Schutz des Arduinos wegen hoher Temperaturen habe ich mich dazu entschlossen, hier einen Spannungsregler vorzuschalten, der begrenzt die Eingangsspannung am Arduino auf 4,8 Volt. Dadurch bleibt er schön kühl. Ich weiß, es gibt hier auch den 12 Volt Eingang, aber ich arbeite hier mit 12,8 Volt, das heißt 1 Volt über Normalspannung. Dadurch wurde der sehr warm und das möchte ich natürlich nicht, denn so ein Einbau in so ein Modell ist ja schon etwas aufwendig und da gönne ich mir den Luxus mit einem Vorregler sozusagen, dass der kühl und somit lang lebt. Hier habe ich eine Endstufe für das Lidl, da habe ich 6 davon angeschlossen und das ist für das Dancer, ich nenne es Endstufen, die bekommt man in der Bucht für relativ kleines Geld und es ist schön sauber aufgebaut. Das sind die Prozessoren mit drin, das ist eigentlich ein Übersetzer oder eine Endstufe. Aufgelötet sind hier die Vorwiderstände, ich habe hier 1 Kilo Ohm verwendet und beim Dancer 5 Kilo Ohm. Dann kann man die richtig schön lesen. Dann kann ich das Ganze mal in das Modell einbringen. Ihr seht, es ist hier hinten noch einiges an Kabelgewirr zu verarbeiten und in Form zu bringen. Das kann ich dann hier schön an den Stützen runter bringen und dann auch etwas mit Kleb anbringen. Diese zwei Endstufenmodule werden rechts und links platziert und der Arduino kommt in die Mitte zusammen mit dem Spannungsregler. Und so klemme ich im Prinzip den Kabelstrang an diese Strebe in dieser Ecke ein, verklebe ihn hier. Dann kann ich das nachher farblich bearbeiten und dann sieht man diesen Kabelstrang nicht mehr. Das gleiche wird natürlich auch mit diesem hier passieren. Ein kleines Update zum Lidl Dancer. So sieht er jetzt aus und so sind auch die Laufschriften hier. Also der Schriftzug. Soweit ist das jetzt mal gekommen. Da mache ich dann halt von Zeit zu Zeit mal wieder ein bisschen was dazu. In Arbeit sind jetzt die Pylonen. Da sollen 2 hiervon entstehen. An diesem Punkt und an diesem Punkt und hier soll dann das Kassenhäuschen ran. Das soll natürlich auch beleuchtet werden. Dann kommen hier die Gitter ran, auch hier die Gitter und hier unten kommen noch hier rote Leuchtdioden rein, hier blaue und auf der anderen Seite natürlich auch hier rot und hier blau. Das soll die ganze Sache dann abrunden. Und auch hier wird etwas angestrahlt noch. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das dann tatsächlich mache.